Haben dir deine nervigen Kollegen mal wieder die Laune vermiest? Wieso gönnen wir nicht ein paar unschuldige, aber lustige Tricks und Streiche? Und wir haben noch weitere lustige Streiche für dich. Ich habe mir erlaubt, dir an diesem heißen Frühlingstag dieses erfrischende Getränk zu machen. Och, das ist ja lieb von dir. Ja, und es ist Preiselbeerapfel, dein Favorit. Willst du wissen, wie man diesen nicht trinkbaren Trick herstellt? Gieße deine Lieblingsgelee-Mischung in ein Glas. Als nächstes fügst du kaltes Wasser bis zum Rand hinzu. Zum Schluss nimmst du einen Löffel und rührst alles um. Aber wirklich ein paar Minuten lang umrühren. Vergiss nicht, im letzten Schritt einen Strohhalm hinzuzufügen. Stell's dann in den Kühlschrank und warte, bis die erstarrte Magie eintritt. Sobald 4 Stunden oder mehr vergangen sind, kann der Trick ausgeführt werden. Genau wie bei einer Schale Wackelpudding läuft dieses Getränk nirgendwo hin. Siehst du? Was ist denn mit dem Drink los? Da kommt ja gar nichts raus. Saug nicht zu hart, Mia. Dein Gesicht bleibt sonst so. Und ich dachte, du wärst eine gute Freundin. Ich war das doch nicht. Auch wenn du es eilig hast, lass dir nie die Gelegenheit entgehen, an einer kleinen Scherzaktion teilzunehmen. Was haben wir denn hier? Diese Kartoffelchips sehen harmlos aus, oder? Das wird sich nun alles ändern, sobald Sophia ihre Finger ins Spiel bekommt. Für diesen Streich brauchst du Chips in einer Dose wie diese hier. Nimm einen Kartonschneider und schneide vorsichtig den Boden der Dose ab. Während du den Boden geschlossen hältst, stelle die Dose ruhig wieder in ihre ursprüngliche Position. Psst, ich war nie hier. Na gut, Zeit für die Hausaufgaben. Ein Snack wäre jetzt nicht schlecht. Oh, Chips, super. Und dann auch noch mein Lieblingsgeschmack. Amy, ich glaube, dir ist gerade eine frische Portion Chips in den Schoß gefallen. Was für ein Chaos. Denkst du, dass du da noch ein paar von retten kannst? Hey, was ist denn das für eine blöde Dose? Naja, was passiert ist, ist passiert. Für unseren nächsten Streich braucht man 2 Personen. Vergewissere dich, dass ihr beide Bescheid wisst, bevor euer nächstes Opfer auftaucht. Halte dich an mich, okay, Sophia? Da kommt sie. Was ist los, Mia? Hey, kann ich deinen Strohhalm für eine Sekunde sehen? Vertrau mir, ich beiß nicht. Okay, hier. Abracadabra, simsalabim und jetzt zählen. 1, 2, 3. Gib den Strohhalm deiner Freundin, die ihn schnell wieder in das Getränk fallen lässt und boom! Hä? Wie hast du das denn gemacht, Amy? Seit wann bist du denn eine Zauberin? Na, wenn super hinterlistig sein bedeutet, ein Zauberer zu sein, na klar, nenn mich doch einfach Harry Potter. Es gibt nichts Besseres als eine Schnulze und ein großes Glas Gurken an einem Freitagabend. Knusprig. Magst du eine, Mia? Igitt! Schon der Geruch lässt alle Haare in meiner Nase zucken. Sieht so aus, als wäre Mia eine Naschkatze. Und es sieht so aus, als ob Sophia definitiv was Unanständiges vorhat. Wenn du deinen gurkenhassenden Freunden einen Streich spielen willst, mach ihnen diesen Leckerbissen hier. Gib eine kleine bis mittelgroße Gurke auf einen Spieß. Danach verpasst du der Gurke ein richtig schönes Schokoladenbad. So kommt man noch nie auf die Idee, dass das ein Teller mit Schokoladengurken ist, oder? Gib am Ende noch ein paar bunte Streusel drüber und deine Gurken werden garantiert unwiderstehlich. Hey, Mia, schau mal, weil du Schokolade ja so gerne hast, habe ich dir ein ganz besonderes Dessert gemacht, extra für dich. Wow, die sehen ja super aus, extra für mich, danke. Hast du das Knirschen gehört? Igitt, das ist das Salzigste, was ich je gegessen habe. Warte mal eine Sekunde, das sind doch Gurken, du weißt, dass ich die Dinger nicht leiden kann. Was gibt's denn heute Abend zum Essen, Mia? Spaghetti? Schmorbraten? Nun, eines ist sicher, du bist wirklich gut beim Zwiebeln schneiden. Aber was macht ein Mädchen mit all diesen Zwiebelschalen? Also, nächstes Mal, wenn du einen Haufen Zwiebelschalen beim Kochen herumliegen hast, gebe sie in eine Schüssel. Als nächstes gießt du richtig heißes Wasser dazu. Nur zu, rühre sie 1 Minute lang ein. Dieses Zwiebelwasser sieht ehrlich gesagt ziemlich eklig aus. Okay, was jetzt? Oh, du willst doch diesen Zwiebeltee nicht wirklich jemandem servieren, oder? Igitt! Gieße den heißen Zwiebeltee über ein Sieb in den Becher, damit die Schalen nicht hineingelangen. Das sieht wirklich wie ein ganz normaler Kamillen- oder Ingwertee aus. Nur riechen tut er wahrscheinlich ganz anders. Wenn du bereit bist zu servieren, stelle sicher, dass du dir selber eine Tasse normalen Tee nimmst, damit es nicht zu verdächtig aussieht. Und vergiss nicht die Zitrone für ein bisschen mehr Geschmack. Zu Amys Geburtstag hat Mia einen Tee und einen süßen Snack vorbereitet. Oh, das ist aber nett von ihr. Hier, für dich.
Lecker. Igitt, was ist das denn? Stinkefüße-Tee? Das kriege ich echt nicht runter. Also Mia, schäm dich. Amy, unser Putzteufel, schau mal, wie glücklich sie ist, dass sie die Dusche reinigen darf. Oh, sieht so aus, als würde ihr das Windex ausgehen. Wie kann ich diese leere Flasche gut nutzen? Für diesen Streich brauchst du eine leere Windex-Sprühflasche wie diese hier. Zuerst füllst du sie mit etwas Wasser auf, schüttelst das Ganze und dann kippst du das Wasser wieder aus. Es ist ganz wichtig, dass du wirklich gründlich reinigst. Warum? Verraten wir dir gleich. Sobald die Flasche trocken ist und leer ist, suche dir ein Sportgetränk mit der gleichen blauen Farbe, wie Windex sie hat. Fülle die Flasche bis ganz oben voll und schraube den Deckel wieder drauf. Wow, das sieht wirklich aus wie Windex. Und bereit zum Streiche spielen? Na dann los, Amy. Zeig uns mal, was du kannst mit deinem Windex. Okay, also das hat Sophie natürlich nicht so richtig vom Hocker gerissen. Aber vielleicht das hier. Oh Mann, hab ich einen Durst von der ganzen Putzerei. Amy, bist du verrückt? Du weißt doch, dass das giftig ist, oder? Oh, meine Güte, ich muss sie aufhalten. Und dann rufe ich gleich den Notarzt. Das ist Windex, oder? Lass mich mal sehen. Moment mal, das riecht nach Blaubeeren? Warte mal. Das ist doch überhaupt kein Windex, oder? Na, das schmeckt irgendwie nach dem blauen Sportgetränk, das ich nach dem Training immer trinke. Puh, ich muss noch schnell die Aufgabe hier fertig machen, bevor der Unterricht beginnt. Ah, gut, Sophia ist hier. Ich frage sie gleich mal, ob sie heute nach der Schule mit mir lernen will. Der 50-Dollar-Schein sieht aber gut aus. Hey, auch wenn Geld verlockend ist, geht Stehlen ja wohl mal absolut nicht. Und schon gar nicht von deinen Freunden. Hey, Mia, wir reden hier von dir. Möchtest du deinem Freund oder deiner Freundin eine Lektion erteilen? Probiere mal diesen hinterhältigen Trick aus. Lass ihr Geld leise neben sie auf den Boden fallen. Hey, da ist doch was runtergefallen, oder? Mia, du hast einen 50-Dollar-Schein verloren. Ist dir das nicht aufgefallen? Oh, das ist aber lieb von dir. Vielen Dank. Du bist so eine gute Freundin, Sophia. Nimm es als Dankeschön. Es ist immerhin deins. Was? Oh, nein, es ist weg. Pff, ja, den 50er nehme ich, du hinterhältige kleine Schlange. Also, geht's nur mir so oder kannst du auch nicht genug von diesen lustigen Streichen bekommen? Falls dich unsere kleinen Streiche nicht zum Lachen gebracht haben, dann warte einfach mal, bis du unsere Patze siehst. Gern geschehen! Welche verrückten Streiche hast du denn deinen besten Freunden gespielt? Und waren sie danach noch deine Freunde? Für weitere tolle Streiche und Videos kannst du den YouTube-Kanal von 123Go abonnieren und vergiss nicht, diesen mit deinen Freunden zu teilen. Bis zum nächsten Mal und lass den Streichen freien Lauf. Tschüss!